Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, bevor ich hier anfange, habe ich noch mal eine Info für euch. Und zwar in meinem Verkaufsalbum, in meiner Facebook-Gruppe, die findet ihr hier, habe ich bis einschließlich Donnerstag 10% Rabatt auf alles, was da drin ist. Vielleicht habt ihr ja mal Lust zu schauen, ob da noch was für euch bei ist. So, heute will ich eine Karte machen, und zwar eine Aufstellkarte. Dafür habe ich mir dieses Stempelset rausgesucht. Das fand ich ganz schön. Und schon mal ein Blatt. Und ich nehme dann jetzt erstmal ein Blatt hier zum Stempeln. Und ich brauche auch noch ein zweites. So, dann brauche ich meinen Papierschneider und natürlich meine Brille. So, und da schneide ich jetzt hier auf 10,5. Und falzen tue ich das auf 14,5. So, dann habe ich jetzt hier nämlich ein Stück über. Und das schneide ich jetzt noch ab. Das mache ich immer deswegen, damit ich das einfacher habe mit der Mattung. So, dann habe ich jetzt hier, brauche ich noch mal ein Stück. Das mache ich jetzt auch 14,5. Und 10,5. Ja, ist es ja. So. Sah eben irgendwie breiter aus. Ach so. Dann kann der mal kurz zur Seite hier. So. Und den, ach so, den muss ich ja nochmal. 10,5. Dann auf 5,25. 5,25, das ist ungefähr hier. Ja, das kommt nicht hin. Das ist doch, ach ne, das ist 14,5. Dann 7,25. So, das ist die Hälfte. Falls ich das nochmal. Ist eigentlich ganz einfach, so eine Karte zu machen. So, dann falze ich mir das hier und falze das hier und dann habe ich schon meine Aufstellkarte fertig soweit, und wenn sie jetzt zusammengeklappt ist, dann ist das ist praktisch der Rohbau von der Klappkarte oder Aufstellkarte schon fertig. So, jetzt will ich das aber noch ein bisschen basteln. Das gefällt mir von der Form her nicht so, und deswegen nehme ich hier mein Eckabrunder, runde das schon mal ab. So, und runde jetzt hier auch alle vier Ecken ab. Dann sieht das nämlich ein bisschen netter aus. So, dann will ich ja jetzt Aufleger machen. Ja, das kann ich, dann brauche ich gar nicht ein zweites Blatt. Das ist schon mal gut. Das muss ich mal zur Seite packen. So, und jetzt habe ich ja hier 14,5 mal 10,5. Das heißt, ich brauche auf alle Fälle schon mal 10 cm, 0,5 cm kleiner. Und dann brauche ich das unten. Statt 14,5 mache ich auf 14 cm. Dann habe ich schon mal
das untere Teil. So, dann brauche ich das obere Teil. Das muss ich auch auf 14 auf 14. Mache ich das jetzt richtig? 14,5, 14. Genau, dann haben wir das so. Und das muss ich ja jetzt noch mal einmal teilen. Da habe ich jetzt 7,25, also 6,75. 6,75, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. So, und das muss ich auch noch ein Stück abschneiden. 6,75. Ja, ich mag das immer nicht mit diesen wenigen Millimetern. So. Ja, das kommt hin. So, dann haben wir die Auflage nämlich auch schon fertig. Der Schneider kann jetzt mal zur Seite. Und dann werde ich das hier jetzt auch einmal abrunden. Das Stück vorne abrunden. Und ich werde das hier auch abrunden. So. Jetzt klebe ich die Mattung schon mal hier rauf. Und im Innenleben. So, nun ist die Mattung schon mal fertig. Das gefällt mir schon mal schön gut. Ja, jetzt habe ich das, jetzt mache ich das ein bisschen kleiner. Sonst sieht man ja gar nichts mehr davon. Genau. Jetzt mal gucken, wie breit der Stempel ist. Das jetzt noch so ein bisschen. Ja, passt ja da aber noch auf. So. Das mache ich jetzt so. Dass ich den noch ein bisschen abschneide jetzt hier. Mach den mal, der hatte ja jetzt 10,5. Ich mache den mal auf 10. Ja, kann man immer noch nichts sehen. Dann mache ich ihn mal auf 9 und hoffe, dass der Stempel noch aufpasst. Jo. Wunderbar, das gefällt mir besser. So, dann hat er jetzt 9 mal 14,5, und jetzt kriegt er 14 mal 8,5, also immer 0,5 cm weniger. So. Und dann brauchen wir noch weiß, 13,5 mal 8.
Die nächste Mattung. Und der Stempel passt gerade eben noch rauf. Ja, Pudi. Da schauen wir mal, wie es aussieht. Bin da ja immer ganz mutig. Zur Not kommt da ein anderes Motiv drauf. Finde ich ja gar nichts. Ist ja nicht so, dass man nicht noch Stempel hier liegen hat. So. Bevor ich das jetzt aber darauf mache, werde ich jetzt erstmal den Stempel da abstempeln. Und dann mal schauen, ob das überhaupt hinhaut. Den einfach nur so toll, deswegen möchte ich den so gerne da drauf haben. Ich glaube, der passt ganz genau darauf. So, und jetzt muss ich noch mal gucken. Dann nehme ich mal so ein Waldmoos. So, ich möchte jetzt gleich beim ersten Mal soll das klappen. Weil er mir nämlich leider hier immer das Papier so ein bisschen mit hochzieht. Ja, hat funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Das passt da schon mal rauf. Das finde ich sehr schön. So, jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich da noch ja, ich mache da jetzt mal Senken noch mal drauf. Ja, jetzt hauptsächlich darum, dass ihr seht, wie schnell man eigentlich so eine Aufstellkarte machen kann. Von daher sehe ich das jetzt auch alles gerade nicht so ganz verkniffen. So, das Henkel mache ich aber in Schwarz. Das sieht schon mal sehr gut aus, das gefällt mir. Und ich werde jetzt die Blätter noch ein bisschen kolorieren. Das mache ich hier mit Action Marken.
mit Alkoholmarken. So, und dann mal gucken, was da so passt. Überlegen. Ja, das kann ja ruhig ein bisschen Farbe haben. So, gucken wir mal hier oben. Mit Alkoholmarkern könnt ihr ausmalen, wenn ihr mit wasserlöslichen Tinten arbeitet. Also das Stempelkissen muss wasserlöslich sein. Nochmal ein klein bisschen so ein Braun dazu. Blende ich jetzt hiermit wieder. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, mache ich die da oben auch. Wobei. Ach nee, das kommt ja dann nachher drauf, dann ist das ja egal. Also ich kann am besten mit der Pinselspitze arbeiten. Das ist, finde ich, einfacher als mit dieser anderen Spitze. Weil der Pinsel ja auch ganz, ganz feine Striche machen kann. Gerade so am Rand. So kolorieren macht einfach viel Spaß. Ich werde jetzt auch nicht alles kolorieren. Sondern nur so stückweise. Und ich mache das immer so, dass ich mit der hellen Farbe anfange, die dunkle Farbe setze und dann mit der hellen wieder verblende. Das macht auch jeder anders. Also probiert euch da ruhig aus.
Ich finde, das sieht schon richtig schön aus. So, jetzt suche ich mir noch mal zwei andere Töne raus. Dann nehme ich noch mal so ein Grün und so ein Grün. So. Dann mache ich hier noch mal die Palette. Ich will ja jetzt auch nur Akzente setzen und nicht das ganze Motiv ausmalen. Weil das wirkt nämlich auch so schon ganz toll. Das gefällt mir richtig gut. Da mache ich gar nicht mehr mit dem dunklen. Und dann nehme ich noch mal so einen Gelbton. Und da male ich jetzt hier noch mal wie so eine Art Beeren hin. So, da war hier unten auch noch mal eins. So, dann kann ich ja noch oben mal das auch noch mal anmalen hier. Und so lasse ich das jetzt. Das finde ich sieht so gut aus. Und das kommt dann hier nämlich mit drauf. Und jetzt mache ich die Mattung. Lotta hat auch so eine ganz schrille Stimme, ne? Man erschreckt sich immer, wenn sie loslegt. So, und dann kommt das jetzt da drauf. Ich finde, das ist eine schöne Karte für jemanden, der vielleicht die Blumen gegossen hat. In der Zeit, wenn man im Urlaub war. Finde ich, passt das doch ganz schön. Das sieht doch richtig nett aus. So, und das mache ich jetzt hier rauf. Irgendwie habe ich hier so ein bisschen was an den Fingern gehabt. Aber mal gucken, ich habe irgendwo einen weißen. Ja. Ich glaube, die Stempelfarbe hier. Weißen Blender jetzt rüber. Das kann auch sein, dass es die Stempelfarbe ist. Ja, wenn euch sowas passiert, dann müsst ihr improvisieren und das tue ich jetzt auch. Und zwar ziehe ich das nochmal wieder ab, lege mir das so hin, nehme meinen Waldmoos. Und dann leere hier gerade rum und nehme ein Fingerschwämmchen und dann mache ich jetzt noch mal so einen Rand. Also so kann man ja auch noch mal was ausbessern, wenn einem sowas passiert. So, jetzt habe ich natürlich hier hinten Kleber, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und schon war das hier eigentlich so gewollt, ne? Richtung ein bisschen Vintage.
Stelle noch reicht. Ja, reicht noch. So, und jetzt habe ich das eben halt ein bisschen Vintage außen gemacht. Sieht auch nicht schlecht aus und ich habe praktisch das jetzt wieder, wie nennt sich das, kaschiert. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie Stempelfarbe an den Fingern gehabt. Das passiert beim, nee, mal ganz schnell. Ich jetzt aber mal die Finger nochmal sauber machen, damit nicht noch mehr Farbe da irgendwie raufkommt, wo es keine rauf soll. So. Ja, und jetzt kommt das hier vorne drauf. Dafür gucke ich, das ist so eine Unter, also das U. Ungefähr so bis hier. So, das lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen. Mal kurz mal Taucherle rüber. So. Und jetzt brauchen wir ja noch was von unten, wo das mit stoppt. So, und da habe ich ja hier noch übrig. Und da will ich jetzt gleich mal gucken, wie ich das mache. Das muss so ein kleines bisschen kleiner geschnitten werden. Dann mal sehen, ob die überhaupt dann noch drauf gehen. Ja, das geht schon mal. So. Ja. Okay. Das hat 10. Mache ich das ein bisschen kleiner. So. Jetzt noch ein kleines Stück ab. Ja, jetzt passt das. Und jetzt muss ich mal gucken. Da habe ich ja jetzt hier noch diese schönen Blümchen. Ja, das passt da gut hin. Einmal so und einmal so. Gut. So. Und jetzt nicht wieder alles an den Fingern haben gleich. Das kann ich nämlich gut. Rumschweinerieren. So. Das gefällt mir richtig gut. So, mach den anderen auch auf. Sehr schön. So, kommen wir aber in der Mitte noch das kleine Blümchen machen. Sehr schön, das gefällt mir. So, dann will ich das auch wieder abrunden. Fingerschwämmchen da auch ein bisschen rum. So. Und das mache ich hier jetzt auch. Thank you.
So. Jetzt mache ich das nochmal wieder. Ich bin gerade weggepackt. So. Und jetzt mache ich hier nämlich auch so ein bisschen rum, damit das einfach zur Karte oben auch mal zupasst. Und das sieht auch mal schick aus. Also ich mache das immer ganz gerne, dass so ein bisschen Distressen an der Seite. So. Ich bin auch vorsichtshalber ein bisschen, ja, ich nicht jetzt noch überall was habe. Und dann soll die Karte ja so, dass sie dann aufsteht oder aufgestellt wird. Packe ich das jetzt erstmal darauf. So. Das da so rauf. Und jetzt kommt der Abstandskleber rauf. Mal gucken, ja, das ist breit genug. Dann mache ich jetzt zwei Lagen drauf. Den mache ich mir jetzt hin, da wo die Karte stoppen soll. So, und so kann man die Karte dann, so kann man sie verschicken im Umschlag und so kann diejenige sich die dann aufstellen. Und ich finde, wie gesagt, gerade für jemanden, der die Blumen gegossen hat, wenn man im Urlaub war, ist das doch eine tolle Karte, um Danke zu sagen. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu zu packen. Und ich will jetzt noch ein paar Steinchen darauf machen. So. Mal gucken, Glitzersteine passen nicht so wenig, aber diese Steine passen da drauf. So. Auf so eine Kette aufgebaut. Zwei. Nee, das ist. Mach lieber von oben zwei. Und noch ein. So, und
Und ich finde das Grün, das passt da perfekt zu. Und dann mache ich hier unten auch noch mal auf der Seite da. Mache ich auch noch mal. Genau, das reicht doch schon. Mehr mache ich auch gar nicht drauf. Und so sieht sie jetzt aus, wo sie fertig ist. Und wie gesagt, für jemand, der die Blumen gegossen hat, ist das eine ganz tolle Karte, um einmal Danke zu sagen. Und ihr seht, wie schnell das Prinzip ist, wirklich einfach schnell so eine Karte zu machen. Und mit den Abrundungen sieht es einfach edel aus. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.